Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, das war eine ziemliche Pleite am Kraftwerk. Lief ja nicht sonderlich gut. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Hauptbasis. Wir rennen eigentlich nur die ganze Zeit dem Huey hinterher. Immerhin, es laufen ein paar Forschungen und wenn wir mal wieder zum Mother Base kommen, werden wir da ein bisschen mehr Zeug mitnehmen fürs nächste Mal. So, drei neue Mitarbeiter. Einer davon dürfte es ziemlich drauf haben. Informationsteam. Das sind die einzigen drei Ziele. Dann würde ich sagen. Und... Naja, 80 Meter mit der Pistole, das ist schon nicht schlecht. Muss man erstmal machen. Werden wir gleich sehen, wie viel ich tatsächlich getroffen habe. Oder ob überhaupt irgendwas. Die Waffen haben natürlich auch Reichweiten und irgendwann... Mit dem hatte ich eigentlich als letztes gerechnet. Na, immerhin. Nicht schön. Aber wir haben's. Naja, und es steht keiner unterm Dach. Muss ich sie nicht rausschleppen. Was haben wir? Als nächstes müsste man eigentlich mal kurz nach den externen Missionen gucken. Da müsste einiges fertig sein. He's coming too. Roger that. You have arrived at your destination. Das machen wir gleich mal. Plant expansion complete. So, externe Aufträge. Please select a mission. Wir können Ressourcen holen, Treibstoff 5000 zu 50%. Gucken wir mal. Da schicken wir eine B-Mannschaft los. Und ja, biologisches Material probieren wir auch. Unit dispatched. Da haben die wenigstens was zu tun für die nächsten 35 Minuten. Belohnung haben wir gerade keine mehr zum Freischalten. Kampfeinheit und Entwicklungsteam sind auf maximal. Da müsste ich Plattformen bauen. Oh, genau, die zwei werden gerade gebaut. Eine Stunde noch. Na gut. Soweit. So schick. So, nächster Außenposten wird wahrscheinlich der hier. Und dann haben wir es größtenteils auch schon geschafft. Dann kommt als nächstes direkt die Hauptbasis. Also eigentlich sind das von den Abständen her, ist das gar nicht so weit. Extraction arrived at the mother base. Oh, da haben wir noch Kundschaft. Analysis complete. Analysis complete. Ziemlich befähigte Kundschaft. Warum nicht? Analysis complete. Analysis complete. So, was sagt mein Informationsteam? Keine weiteren Leute. So ist das fein. Aber 80 bis 90 Meter, das ist nicht so toll mit der Pistole. Da werde ich wohl noch ein bisschen heran müssen. Mit dem Scharfschützengewehr, Betäubungsmunition und wenn es geht schallgedämpft, dann ist das natürlich gar keine Sache. Eieieiei. Nicht sehr schön. So, wir lassen den einfach mal kurz gucken. In dein Gesicht. Dann haben wir
das auch. Die beiden da oben müssten auch demnächst umfallen. Diese müden Krieger. So, dich hatten wir schon gescannt. Nehmen wir mit. Einmal. Hallo. Umfallen. Ja, das hat ja richtig gut geklappt. Subject on board. Leave the rest to us. Sehe schon. Extraction arrived at Mother Base. He's coming too. Roger that. Oh nö, jetzt geht das wieder los. Ah. Schlimm ist das. Ich dachte wirklich, den Vorderen hätte ich auch so getroffen, dass der betäubt wird. Es wäre möglich, dass er eine Schutzweste anhat. Da kommt die Betäubungsmunition nicht wirklich durch. Na gut. Dann hätten wir das. Und da war wieder einer richtig gut dabei. Mindestens Aran. Vier Ziele, zwei davon Ratzen. Ich habe aber nicht mehr viel Schalldämpfer. Da muss ich mir mal überlegen, wie wir das angehen. Analysis complete. Nee. Analysis complete. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Analysis complete. Nö. Analysis complete. Ach du Scheiße. Was ist das für einer? Okay, so wie ich das einschätze, habe ich nur noch einen Schuss Betäubung. Okay, mit so einem Soldaten da oben möchte ich nichts riskieren. Nachschub brauche ich sowieso demnächst. Please select a drop point. Supplies requested. Dann machen wir das anständig. Oh Junge. Was haben wir denn da für einen schlafenden Prinzen? Das ist ja der Hammer. Was bist denn du für einer? Bitte sag mir, dass du Raketenlenkspezialist bist. Supply drop complete. Ich wusste nicht, dass es hier schon solche Soldaten gibt. Das ist ja der Wahnsinn. Die Frage ist jetzt, kriegen wir den? Müssten wir eigentlich schaffen. So weit, so gut. Okay, die Schlafenden könnten wach werden, wenn die da drüben umfallen. Absichtlich mal keine Kopfschüsse. Ich versuch mal. Didi, das ist nicht lustig. Ich versuche einfach mal, dass die möglichst so umfallen, dass ich noch reagieren kann. Der da ist wichtig. Okay. Soweit, so gut. Der letzte da drüben wacht auch nicht auf. Der ist betäubt. Der schläft. Und Guard Post captured. Ebenfalls. Super Sache das. Meine Herren, was ist denn das für ein Kerl? Den würde ich erst am Feldbett klauen, wenn ihn das glücklich macht. Da bin ich wirklich mal gespannt auf den Missionsabschluss. He's coming too. Roger that. Die Leute kriegen wir nämlich, soweit ich weiß, erst hinterher. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Naja. Den hätten wir. Dann geht es als nächstes einfach nur diese Straße lang. Da brauche ich, glaube ich, jetzt auch erstmal keinen Wegpunkt zu setzen. Da habe ich ja kaum Möglichkeiten, mich zu verlaufen. Das sollte sogar ich schaffen.
Mutanten wirklich auf allen Gebieten so pervers gut sein? Naja, ich glaube, da haben wir einen richtig guten Fun gemacht. Extraction arrived at Mother Base. Okay, Personal mit neuer Fähigkeit. Soweit so gut. Das interessiert mich jetzt. Was ist das für eine? Am Ende der Mission haben wir halt noch eine schöne Übersicht, aber... The map has been updated. Das könnte er fast sein. Weil überall verbesserte... Nee, kann er nicht sein. Neues Personal hat hier so einen Knubbel. Der ist ziemlich gut. Uiuiuiui. Glückspilz, Retter, Mechatronik. Okay. Unruhestifter mit ziemlich miesen Werten. Ist klar, dass der abhaut. Soweit, so gut. Die drei markierten. So, bitte, 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 bitte. Irgendwo Lenkraketenspezialist. Komm schon. Spitzenschau. Ah, Quiet. Alles klar? Nö, keine Fähigkeiten mehr. Nee. Immer noch keinen. Schade. Das hätte ich mir noch wirklich gewünscht. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Da sind auch ein paar ganz gute dabei. Complete. So, da sollten wir vielleicht ein bisschen Deckung suchen. Wir könnten mal gucken, dass wir die zeitverzögert ablegen. Schutzweste am Hintern? Ich glaube nicht. Aber das müsste passen. Wenn ich den jetzt aber zwei oder dreimal getroffen habe, dann müsste der hier jeden Moment umfallen. Da werden wir sehen. Oh nö, jetzt nicht wieder so mies zielen. Gut gemacht, Didi. Okay. Das war einfach. Den Container mit Treibstoff hier. So ein Treibstoffcontainer, oder? Nein, ist es nicht. Müsste Metall sein. Egal. Kann ich eh nicht mitnehmen. Antrag 2 wird gerade noch geforscht. Aber dann habe ich immer noch nicht die richtigen Ballons. Die müsste ich dann beim nächsten Abwurffest kriegen. He's coming too. Roger that. Wobei der nächste Abwurf eigentlich gar nicht so lange dauern dürfte. Ich habe ohnehin kaum noch Schalldämpfer. Munition fehlt mir auch jede Menge. You gotta extract him. Schon irgendwie blöd, wenn man immer nur die gleiche Waffe braucht. Dann fordert man Nachschub an für Material, was man gar nicht mehr benötigt. Naja, wenn wir mit der Forschung weit genug sind, dann kann ich auch zum Beispiel beim Sturmgewehr Gummigeschosse reinmachen, die betäuben. Scharfschützengewehr kann später Betäubungsmunition kriegen. Man könnte mal gucken, vielleicht eine Schrotflinte mit Gummigeschossen mitnehmen oder ähnliches. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Okay, da geht es erstmal nur um den einen. Wie schwer kann es schon sein? Extraction arrived at Mother Base. Und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Wunderbar. Das heißt, ab hier, wenn ich es verkacke, kann ich wieder anfangen, aber habe ich nicht vor.
machen, das einfach anständig und gut ist. Okay. Hier würde ich mir eigentlich wünschen, dass der uns ein oder zwei Leute hier rausholt. Dann können wir dann den gleichen Trick benutzen wollen wie bei der letzten größeren Basis. Er ruft Verstärkung, wir legen die Verstärkung ab. Ach, so viel dazu. Enemy presence detected. The map has been updated. Supplies requested. Development complete. Trägt der einen Helm oder eine Wollmütze? Wollmütze. Super. Supply drop complete. Soweit, so gut. Es wäre schöner gewesen, wenn der mir vielleicht noch ein oder zwei Leute rausgezogen hätte. Aber der ist ganz alleine und wirklich sehr weit vorgeschoben. Das war unwahrscheinlich. Super. Dann gibt es jetzt nochmal Munition und Schalldämpfer. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen in der Basis. Einfach wird anders. Ein bisschen Kopfzerbrechen macht mir auch der Hubschrauber, wobei der nachts noch geht. Da muss man einfach nur rausbleiben aus dem Suchscheinwerfer. Und Suchscheinwerfer waren bei Metal Gear noch nie eine gute Idee, da drin rumzutanzen. So, gucken wir mal. Analysis complete. Analysis complete. Analysis enemy presence detected. The map has been updated. Analysis. A bipedal weapon system. Analysis complete. The same model as the one in the cave. Complete. Looks like they're about ready to start deploying it. Ja. Analysis complete. Schade, ich hatte gehofft, dass du das jetzt stehen lässt und zu Fuß weitermachst. Das wäre es jetzt wirklich gewesen, aber nö. Ja, ihr seht schon, Hauptbasis. Jede Menge Soldaten, jede Menge Ausrüstung. Das kann ja lustig werden. So, wie sieht es da unten aus? Analysis complete. Da könnte man ein bisschen so über die Flanke kommen, aber... richtig glücklich bin ich damit nicht. Sieht nicht so aus, als könnten wir uns hinter den Betonwänden hier durchschleichen. Das kann man bei manchen Basen auch. Die sollen im Prinzip zum größten Teil einfach nur Steinschlag und Ähnliches verhindern, dass das auf die Straße rollt. Und oft kann man sich hinter diesen Barrikaden dann vorbeischleichen. Aber hier sieht es nicht so gut aus. Ja, da war ganz schön was vor bei der Basis. Wenn man hier Alarm auslöst, gegen diese Kampfläufer frontal angehen, das ist alles andere als einfach. Auf der anderen Seite, wenn wir den Unterstützungsläufer kriegen mit seinen Raketenwerfern, können wir selbst einen kleinen Krieg anfangen. Damit könnten wir unter Umständen sogar den Kampfhubschrauber zerstören. Wenn uns der Kampfhubschrauber dann nicht einfach zerrupft. Das kommt ein bisschen drauf an. Wer zuerst schießt, gewinnt. Der hat zwar einen Helm auf, aber das Gesicht ist frei. Später kommen auch noch schwere Infanteristen. Die haben Ganzkörperpanzerung und Helme mit Gesichtsschutz. Da hat man dann mit der Betäubungspistole ziemlich gelitten. Aber ja, bis zu denen dauert es noch ein bisschen zum Glück.
So, was sagt die Uhr? Schon fast 4:15 morgens. Das ist nicht so gut. Wie gesagt, der Hubschrauber ist mir nachts lieber. Dann würde ich sagen, weniger Blabla, mehr macht Macht. Wenn ich da noch den Schutz der Dunkelheit ausnutzen möchte, sollte ich mich bewegen. Caution. Sandstorm approaching. Man könnte höchstens mal probieren. Ob wir uns mit dem Nachtsichtgerät auch im Sandsturm orientieren können. Es funktioniert in dem Spiel verdächtig wie eine Wärmebildkamera. Eventuell kriegen wir die Leute dann ausgeschalten hier vorne. Im Schutze des Sandsturms. Wie gesagt, müsste man ausprobieren. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den da vorne. Okay. Das lief an sich besser als erwartet. Müssen wir nur noch gucken, dass wir hier rauskommen. Komm! Geht doch. So viel zum Haupttor. Wir müssen die allerdings möglichst schnell beseitigen. Wenn da gleich eine Patrouille vorbeiläuft, dann haben wir Alarm. Aber so richtig. Und der liegt mir ein bisschen zu sehr im Licht. Das mag ich nicht. Also nehmen wir den gleich mal mit. Könnte hinhauen. Nächste Patrouille, 90 Meter. Sieht an sich gut aus. Okay. Dann haben wir beim Haupttor richtig viele Leute abgeschleppt. Und immer noch keinen Alarm ausgelöst. Aber auf die Art wird die Hauptbasis eine Weile dauern, fürchte ich. Und diese Läufer? Ja, wird knifflig. Die kann man von vorne quasi gar nicht schädigen. Schon gar nicht mit einer Betäubungspistole. Wenn man die von vorne beschädigen will, Raketenwerfer, Granatwerfer, sowas in die Richtung. Ansonsten von hinten. Ha. Ich glaube, jetzt werde ich gierig. Ich will den auch noch. Gleichzeitig wollte ich jetzt aber auch nicht vorrücken wegen dem Kampfhubschrauber. Der fliegt nämlich da permanent hin und her und sucht alles Mögliche ab. Das kann dann sehr schnell ziemlich blöd werden. Da brauche ich ihn gar nicht mehr anzulocken mit dem Magazin. Der kommt schon gleich von ganz alleine in meine Nähe. Oder auch nicht.
Ist der Hubschrauber gerade im Tiefflug? Das heben wir uns mal als spätere Referenz auf. Wir können da ja mal ein paar C4 auf den Boden packen und dann gucken, dass wir den Hubschrauber vielleicht kaputt kriegen. Wuff, wuff. Das heißt hier wuff, wuff. Guter Schuss, Chef, oder was? Wie gesagt, da könnten wir den Kampfhubschrauber unter Umständen kriegen mit C4. Ziemlich sicher sogar. Ich habe den Punkt jetzt direkt auf den Hubschrauber gemacht, oder? So ist besser. Okay. Dann bleibt der Marker wenigstens stationär. So weit, so gut. Einfaches Metall nehmen wir mit. Ja, Nachteil, wenn wir den Hubschrauber mit C4 zerlegen, da bin ich mir fast sicher, irgendeiner merkt, dass der Hubschrauber nicht mehr patrouilliert und die Explosion könnte auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und wir sind noch lange nicht durch mit der Basis. Da gibt es noch jede Menge Personal. Dementsprechend muss man sich das schon überlegen, ob man dann sowas Blödes macht oder eben nicht. Aber wir haben einen ganz guten Anfang gemacht. Hier vorne am Haupttor ist jetzt weniger Personal. Das ist schon mal eine schöne Sache. Die beiden Läufer scheinen auf dem Weg zum Haupttor zu sein. Das gehört irgendwie zu ihrer Patrouillenroute dazu. Ich kann nur hoffen, dass sie das nicht komisch finden, dass hier dann keiner mehr ist. Ups, den schauen wir uns auch mal an. Analysis complete. Passt. So weit, so gut. Hubschrauber ist wieder am Anrücken. Das heißt, wir sollten uns mal hier von seinem Landeplatz ein bisschen zurückziehen. Ja, noch mal ein bisschen Zeit. Wollen wir hoffen, dass der... Wie lange habt ihr eure Parktickets nicht bezahlt, wenn ihr so viele Krallen dran habt? Ist ja schlimm. Ich habe schon verstanden, ich soll die nicht klauen. Ja, ich könnte sie nicht mal mit Ballons klauen, wenn ich das schon hätte. Wir sind einfach eine Einrichtung, das sind keine echten Fahrzeuge. Oh Mist. Das mit dem Hubschrauber jetzt. Super, bei Tageslicht macht das gleich viel mehr Spaß. Oh, oh, oh. Mi, 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 mi. Viel Munition habe ich auch nicht mehr in der Betäubungswaffe. Und bei dem dachte ich eigentlich, ich hätte ihn angeschossen gehabt. Naja, so viel dazu. Okay. Und sobald der sich da ein bisschen... Ich froh, dass der in die andere Richtung guckt. Nö, hier kann keiner sein. Please select a drop supplies requested. He's coming too. Ah,
der Läufer, das wird blöd. Ja. Der Läufer wird blöd. Supply drop complete. Kacke, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe auch keinen Schalldämpfer mehr. Der hat mich nicht wirklich bemerkt. Der guckt nur da und zieht sich gleich zurück. Daumen drücken. Sehr gut. Okay, diese kleine Krise wäre überstanden. Wir gucken jetzt mal, dass wir den vielleicht noch davon schicken. Wir müssen uns um den keinen Kopf mehr machen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wieso? Das dauert schon wieder ewig lang. Und wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Ihr seht, hier gibt es noch jede Menge Gegner. Aber auf unserer Flanke sieht es gar nicht so wahnsinnig schlecht aus. So, wie es dann aber weitergeht, seht ihr morgen. Bis dahin dann. Macht's gut. Haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.